Carl Zeiss, die legendäre deutsche Weltmarke. Eine Erfolgsstory trotz aller Abgründe der Geschichte. Mikroskope, Fernrohre, Kameras. Optik und Präzision für Wissenschaft, Medien, Industrie und Medizin. Heute dringen intelligente Mikroskopsysteme sowohl in kleinste Zellstrukturen ein, als auch in die Unendlichkeit des Weltalls vor. Das NASA-Weltraumteleskop Hubble sucht mit Linsen von Zeiss nach neuen Planeten und erforscht das erste Licht im frühen Universum. Die große Geschichte Carl Zeiss beginnt in einer kleinen Werkstatt. 1846 in Jena. Ein junger Mechaniker will Mikroskope entwickeln. Nach der simplen Methode Versuch und Irrtum. Der junge Mann hat eine Vision. Irgendwann wird der Schliff der Linsen berechenbar sein. Die große Bedeutung von Carl Zeiss ist meines Erachtens die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Es ist jemand, der den aufstrebenden Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert die Werkzeuge an die Hand gibt, ihre revolutionären Entdeckungen zu machen. Ein Mann mit hoher Energie, der zeitlebens auch sehr neugierig war. Carl Zeiss, ein Name, der für eine ganze Region steht. Der Aufstieg des optischen Instrumentenbaus, die Glasherstellung, die Entwicklung von Jena zu einem Zentrum der wissenschaftlich-technischen Industrie sind ohne die grundlegenden Impulse von Zeiss nicht denkbar. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts hatte das Optikunternehmen an der Saale bereits mehrere tausend Mitarbeiter. Auch zu DDR-Zeiten war der inzwischen volkseigene Betrieb Carl Zeiss Jena ein Motor für die Wirtschaftsentwicklung der Region. Die Multispektralkamera ist für viele Ostdeutsche noch heute ein Begriff. 15.09.1976. Die Multispektralkamera MKF-6 startet an Bord von Sojus 22 in den Kosmos. Damit beteiligt sich die DDR erstmals am bemannten Weltraumflug der UdSSR. Jeder kennt den Namen Zeiss. Wenn man dann aber weiterfragt, wer war eigentlich der Mann, auf den dieser Name zurückgeht, wer war Carl Zeiss, dann stellt man fest, kaum jemand weiß, wer eigentlich diese Person Zeiss ist. Carl Zeiss wird am 11. September 1816 in Weimar in der heutigen Marktstraße geboren, als fünftes Kind des Kunstdrechslers August Zeiss. Die Mutter war eine Frau, die einer etwas großbürgerlicheren Familie entstammte. Sicherlich hat sie dieses etwas Großherrschaftliche mit in die Familie gebracht. Und für den Vater von Carl Zeiss war das sicherlich eine gute Partie, wie man es damals nannte. Die Familie leistet sich kurz nach Carl Zeiss Geburt ein vornehmes bürgerliches Haus am Weimarer Markt. Der Vater, ein begnadeter Kunstdrechsler, stellt aus Elfenbein, Bernstein und feinen Hölzern vor allem die kleinen Luxusgegenstände für den Alltag des Bürgertums her. Er versteht sein Handwerk so gut, dass Erbprinz Karl Friedrich von Sachsen-Erfurt-Eisenach ihn bittet, ihn im Kunstdrechseln zu unterrichten. Was liegt näher, als seine Durchlaucht als Namensgeber und Paten für den Sohn zu gewinnen? Der Erbprinz ist der einzige Pate, den Zeiss hat. Das ist beides schon mal ungewöhnlich. Zum einen, dass es nur einen Paten gibt. Zum anderen, dass dieser Pate gesellschaftlich sehr weit oberhalb der Eltern von Zeiss steht. Der Familie beschert die Nähe zum Weimarer Hof Ansehen und Aufträge. August Zeiss kann seinen drei Söhnen die beste Ausbildung ermöglichen. Allerdings verlässt Karl das Gymnasium vorzeitig mit dem Abschluss der Unterprima, eine Art Fachabitur. Warum genau, weiß man heute nicht mehr.
Ich tendiere mal zu Pragmatismus und sage, der wusste, es reicht aus, ich kann damit Naturwissenschaften studieren und muss mich noch nicht noch ein Jahr vertun an der Schule und könnte jetzt gleich loslegen. Zur Ausbildung zieht es den 18-Jährigen 1834 in die nur 30 Kilometer von Weimar entfernte Universitätsstadt Jena. Er lässt sich hier als Student einschreiben, hört Vorlesungen in Mathematik, Experimentalphysik, Anthropologie und Optik. Doch sein eigentliches Ziel? Er will eine Lehre als Mechaniker beginnen, beim angesehenen Hofmechanikus Körner. Zeiss hat 1834 bei Friedrich Körner seine Lehre begonnen. Und mit Körner hat er einen sehr erfahrenen Universitätsmechaniker vor sich gehabt, Hofmechanikus. Also Feinarbeit, Präzision ist das, was er von Körner lernen konnte. Körner stellt die gesamte Palette der Werkzeuge für die Wissenschaftler der Universität her. Fernrohre, Linsensysteme, Wagen. Doch vor allem Mikroskope. Für den Lehrling Zeiss ist Körner ein Glücksfall. Körner unternimmt es sogar, eine eigene Glasfertigung in Jena aufzubauen, was ihm nicht gelingt, aber er versucht es. Körner hat bereits Kontakt zu Friedrich Wilhelm Barfuß, einem Mathematiker, mit dem Zeiss dann auch später zusammenarbeitet. Schon als Lehrling kann Carl Zeiss sich also mit den noch ungelösten Problemen der Mikroskopfertigung beschäftigen. Die wissenschaftliche Berechnung der Optiken fehlt. Und das mangelhafte Glas beeinträchtigt immer wieder die Qualität der Linsen. Körner hatte schon gesagt, im Grunde genommen, was ihm fehlt, ist eine eigene Glashütte. Also ich glaube schon, dass Carl Zeiss schon damals sensibilisiert war, wie wichtig Glas ist für optische Instrumente. Doch nach 4 Jahren Lehrzeit macht sich Zeiss erstmal auf Wanderschaft. Später schreibt er: Ich arbeitete in den renommiertesten Werkstätten von Stuttgart, Darmstadt, Wien und Berlin, wobei ich alle sich darbietenden Gelegenheiten zu meiner weiteren Vervollkommnung benutzte. Die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts sind eine Zeit des Aufbruchs. Maschinen-, Kessel- und Anlagenbau boomen. Transport- und Eisenbahnwesen entwickeln sich. Der wissensdurstige Zeiss saugt alle Anregungen begierig auf. Seine Wanderschaft, für ihn ein großer Ausflug in die sich explosionsartig entwickelnde Welt. So hat er quasi diese 7 Jahre Wanderschaft genutzt, um seinen Erfahrungshorizont zu erweitern, vielleicht auch sein technisches Spektrum quasi mal abzutasten, um zu sehen, was für ihn später dann in Jena möglich sein würde. Er ist 30 Jahre alt, als ihn Tatendrang und Sehnsucht in seine Thüringer Heimat nach Jena zurückkehren lassen. Am 17. November 1846 kann er endlich seine erste Werkstatt für optische und feinmechanische Instrumente eröffnen. Dazu einen kleinen Laden für Brillen, Fernrohre, Reißzeuge und Wagen. Die bezieht er von auswärtigen Herstellern. Er will sich nicht verzetteln, wie es seinem Lehrmeister immer wieder passiert ist. Vor der Eröffnung quälten ihn die Ämter mit ihrer Bürokratie. Trotz bester Referenzen von Professoren und Arbeitgebern verdonnerten sie den Jungunternehmer zu schriftlichen Eignungsprüfungen. Postwendend beschwerte der sich über die Zumutung: Eine Woche lang musste ich meine jenaischen Geschäfte und Studien versäumen. Zur damaligen Zeit war es sicherlich anmaßend und war sicherlich mit einem Risiko behaftet. Das hätte ja auch schiefgehen können. Gott sei Dank erhält Zeiss endlich die Konzession. Aber vorerst ist er selbst sein einziger Mitarbeiter. Er setzt auf den Aufschwung durch die forschenden Naturwissenschaften und auf seine Kontakte zur Universität. Letztere bescheren ihm schnell erste Aufträge. Anfangs plant er noch keine Spezialisierung, aber alles geht in Richtung Mikroskopbau. Dann hat er im Prinzip die Wünsche, die Anforderungen der Wissenschaft aufgenommen. Die gingen in Richtung Mikroskopie, insbesondere bei Leuten wie Schleiden, Matthias Jakob Schleiden, der bekannte Zellforscher. Er hat ja die Zelltheorie quasi mitbegründet.
Und dafür braucht er natürlich die besten Mikroskope, die seine Zeit zu bieten hat. Jetzt hat Schleiden allerdings ein Problem. Es gibt nur ganz wenige Hersteller in Europa, die Mikroskope herstellen. Diese Hersteller bauen sehr teure Instrumente. Es dauert sehr lang, die Lieferzeiten sind sehr lang. Und die Qualität ist nicht unbedingt das, was sich Schleiden unter einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis vorstellt. Und dann kommt dieser junge Mechaniker Zeiss, der auch aufstrebend ist, kommt nach Jena und das ist natürlich für Schleiden gerade recht. Um die Aufträge zu erfüllen, braucht Zeiss Angestellte, aber die dürfen nur wenig kosten und müssen dafür noch außergewöhnlich geschickt sein. Mit der Wahl seines ersten Mitarbeiters, dem Lehrling August Löber, landet Zeiss einen außergewöhnlichen Glückstreffer. Herr Löber wurde ja nachher Leiter der Fertigung und der Ausbildung und blieb 44 Jahre im Unternehmen. Und so ganz allmählich ist dann das Unternehmen gewachsen mit immer mehr Mitarbeitenden. Und ich glaube, man kann sagen, dass Carl Zeiss ein großes Talent gehabt hat, die richtigen Leute zu rekrutieren. Zwischendurch heiratet der frischgebackene Jungunternehmer. Sein erstes Eheglück ist leider von kurzer Dauer. Nur ein Jahr nach der Hochzeit stirbt seine Frau Bertha bei der Geburt des Sohnes. Drei Jahre später heiratet Zeiss erneut. Wieder eine Pfarrerstochter. Mit Ottilie, der zweiten Frau, zieht er den erstgeborenen Roderich und drei weitere Kinder groß. Zeiss hat sich später gegenüber einem Freund mal dahingehend geäußert, dass er sehr glücklich sei mit der Wahl seiner Ehefrauen, obwohl, wie er andeutete, sie keine ausreichenden Vermögen hatten, um sich selbst wirtschaftlich am Leben zu halten und obwohl sie eigentlich auch vom Land kamen und jetzt sich nicht besonders auf gesellschaftliche Repräsentation verstanden. Zeiss muss die wachsende Familie versorgen und versucht verzweifelt die Firma voranzubringen. Die Lage ist brenzlig, denn die Aufträge sind immer sehr aufwendig, weil jedes Mikroskop eine neue Herausforderung bedeutet. Die Linsen werden in aufwendiger Probierarbeit aufeinander abgestimmt. Thüringisch nennt sich das Pröbeln. Und es muss immer viel gepröbelt werden, sonst funktioniert die ganze Optik nicht. Dabei sind Rückschläge und Enttäuschungen vorprogrammiert. Wir waren ja auch immer des Lobes voll. Das kann ich nicht anders sagen. Aber jetzt eine Enttäuschung, Meister Zeiss. Eine Reklamation. Reklamation? Zeiss hat ganz konsequent gesagt, bevor ich es rausschicke, muss es zumindest meinen Ansprüchen genügen. Ich schicke nichts raus, was sozusagen minderwertige Qualität ist, nur um liefern zu können. Die ersten 10 Jahre seines Geschäftslebens sind für Zeiss Krisenzeiten. Nur durch sein geradezu besessenes Beharren auf höchster Qualität gelingt ihm der Bau der ersten zusammengesetzten Mikroskope. Im Frühjahr 1858 erwirbt er in Jena ein Grundstück am Johannesplatz und plant vorsorglich die Erweiterung seiner Firma. Sein Geschäft richtet er stark auf den Export aus, doch nach wie vor bleibt die Produktionsmethode die alte, das von ihm so ungeliebte Pröbeln. Jedes Mikroskop ist vorerst eine Einzelanfertigung. So kann es nicht weitergehen. Zeiss weiß, er ist ja relativ neu in dem Geschäft und er kann eigentlich mit dieser Methode nicht aufschließen zu den großen europäischen Manufakturen, die es beispielsweise in Paris gibt. Und er weiß, er muss sie eigentlich überholen, ohne einzuholen. Er muss eine Methode finden, diese zusammengesetzten Mikroskope auf wissenschaftlicher Grundlage zu bauen. Und dafür braucht er einen Wissenschaftler an seiner Seite. Er wusste, dass er selbst dazu nicht in der Lage sein würde. Er hat seinen Freund, den Mathematiker Barfuß, damit beauftragt. Der ist nicht sehr weit gekommen. Er hatte aber das Glück, dann
auf Ernst Abbe zu treffen, den Privatdozenten, Physiker und Mathematiker, den er mit diesen Aufgaben dann konfrontiert hat. Und Abbe in seiner Art hat diese Herausforderung angenommen. Der Mathematiker Abbe hat nun die Aufgabe, die Linsen so präzise zu berechnen, dass die Mikroskope ohne ewiges Probieren zusammengebaut werden können. Sozusagen wie am Fließband. Aber selbst ein Genie wie Abbe muss dafür jahrelang tüfteln, bis zur Erschöpfung. Neben den Berechnungen rationalisiert Abbe auch den gesamten Fertigungsprozess. Davon muss nicht zuletzt die Belegschaft überzeugt werden. In der Folge können die Preise gesenkt werden. Der Absatz schnellt in die Höhe. Aufteilung der Arbeitsgänge. Jeder Gehilfe übernimmt die Fertigung eines Geräteteils, konzentriert seine ganze Fähigkeit nur darauf, bis zur höchsten Meisterschaft. Ja, aber eben nur auf einem schmalen Gebiet. Und seine anderen Erfahrungen und Talente, die verkümmern dabei. Präzision ist anders nicht möglich. Der Part von Zeiss dabei wiederum ist auch nicht zu vernachlässigen. Zeiss, und dafür war Abbe ihm sehr dankbar, hat den viel jüngeren Wissenschaftler, der ja auch eine große Dynamik versprüht hat und von den alteingesessenen Mitarbeitern sehr kritisch beäugt wurde, zunächst mal, hat er gewähren lassen. Das große Vertrauen von Zeiss in Ernst Abbe wird belohnt. Um 1870 etwa ist es endlich soweit. Nach jahrelanger Forschung findet Abbe eine Formel für die komplexe Berechnung der Linsen. Ernst? Eureka. Ich hab's. Schau mal hier, Else. Das ist die Formel, die uns aus der Prübelei heben wird. Und diese Abbe-Gleichung D gleich Lambda durch 2n mal Sinus Alpha bestand. Und es ging nur noch darum, sie umzusetzen. Das war dann die nächste Problematik. Also das Glasproblem ist sehr ähnlich wie das Mikroskopproblem. Man hatte irgendwie Glas im 19. Jahrhundert, aber man wusste nicht so richtig, wie man gutes Glas herstellt. Das war so eine Glückssache, die auch viel von Intuition abhing. Was fehlte, waren brauchbare optische Gläser. Noch immer war es nicht möglich, sie in gleichbleibender Qualität herzustellen. Da kommt der Chemiker Otto Schott ins Spiel. Er ist überzeugt davon, dass er das Problem lösen kann. Ernst Abbe und Otto Schott unternehmen labormäßige Versuche. Herr Dr. Schott. Endlich kann ich Sie miteinander bekannt machen. Das ist Carl Zeiss. Ich freue mich sehr. Der Juniorchef. Sehr erfreut. 1882 schließen Zeiss, Abbe und Schott einen Vertrag über den Bau einer glastechnischen Versuchsanstalt. Als 1885 die fabrikmäßige Serienproduktion beginnt, ist Zeiss bereits fast 70. Für damalige Verhältnisse ein hohes Alter. Seine Lebenskräfte lassen nach. Die Leitung der Firma hat er an seinen Sohn Roderich und an Ernst Abbe übertragen. Wir stehen an der Spitze. Und er hatte beide auch zu stillen Teilhabern der Firma gemacht. Das war sehr intelligent von Zeiss, weil er hat eigentlich Abbe gezwungen, seine eigenen Privatinteressen mit den Interessen des Unternehmens zu verknüpfen. Es ist ja nicht nur so, dass Abbe potenziell mehr verdient hat durch die vollständige Teilhabe, sondern dass er auch am Risiko des Unternehmens ganz anders beteiligt war. Dann ist im Prinzip diese Zusammenarbeit des Trios Zeiss, Abbe, Schott geboren gewesen. Und damit hat Jena den Schritt über die Region hinaus zu einer Bedeutung, die auch über Deutschland hinaus reichte, bekommen. Bald floriert die Schottsche Glasproduktion, vor allem für Optik und Thermometer. Bei Zeiss kann man gar nicht so schnell produzieren, wie Abbes legendäre apochromatische Mikroskopobjektive, das heißt Objektive ohne störende Farbränder, nachgefragt werden.
Die Qualität von Zeiss und Schott ist konkurrenzlos. Für Wissenschaftler aus aller Welt nun der höchste Standard. Diese enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, jetzt gerade im wissenschaftlichen Bereich, startete eine Tradition der Kooperation mit Wissenschaftlern, die zum Beispiel in einer langen Serie von Nobelpreisträgern endete, wo Nobelpreisträger mit Zeiss sehr eng zusammenarbeiteten, Produkte von Zeiss für ihre Forschung verwendeten und so erfolgreich sein konnten. Robert Koch ist das, glaube ich, beste Beispiel, der Tuberkelbacillus, der nach Koch ohne ein Zeiss-Mikroskop nicht so schnell gefunden worden wäre. Und so waren das praktisch Marketing-Multiplikatoren, diese bekannten Wissenschaftler, die eben das Image von Zeiss eben auch entsprechend gestärkt haben. Dieser Erfolg der Firma setzt sich stetig fort. Auch heute arbeiten die Techniker von Zeiss mit Wissenschaftlern aus aller Welt zusammen, wie zum Beispiel mit dem amerikanischen Physiker Eric Batzig, der mit einer theoretischen Idee kam. Die Zeissianer haben es ihm gebaut. Das ELARA Superauflösungsmikroskopiesystem. Es kann einzelne Moleküle bis zu 20 Nanometer auflösen. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Was der Herr Betzig dann auch nutzen konnte, um seine Forschungsergebnisse weiter zu betreiben und entsprechend dafür mit diesen Ergebnissen und unserer Lösung als Hardware hat er dann am Ende auch einen Nobelpreis bekommen. Neben der Grundlagenforschung arbeiten die Zeissianer heute auch an konkreten Lösungen für jedermanns Gesundheit. Zum Beispiel in der Augenheilkunde. Sogenannte Intraokularlinsen. Das sind kleine optische Linsen, die man ins Auge einsetzt, um eine bestimmte Krankheit, den sogenannten grauen Star, zu behandeln. Hier befindet sich also dann Zeiss-Optik im Auge wieder und ermöglicht den Menschen wieder gut zu sehen. Also verdanken wir Zeiss auch die Grundlagen der modernen Augenoptik. Es ist das Verdienst von Carl Zeiss, für den Fortbestand der Firma rechtzeitig die Weichen zu stellen. Im Alter widmete er sich der Familie. Als Carl Zeiss anfing, etwas zu kränkeln und sich von der Firma zurückzog, begann er, Rosen zu züchten und sich auch mehr um die Familie zu kümmern. Also mein Großvater zum Beispiel hat noch frühzeitkindliche Erinnerungen an Carl Zeiss und saß da auf dem Schoß und die Kinder spielten. Und der alte Herr hat sich dann rührend um diese Kinder bemüht. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Am 3. Dezember 1888 stirbt er in Jena und wird auf dem Johannisfriedhof an der Garnisonkirche beerdigt. Einige Jahre nach dem Tod von Zeiss wird Abbe alleiniger Besitzer des Unternehmens. Großzügig bringt er den Betrieb in eine Stiftung ein. Abbe hatte eine große Vision, dass dieses Unternehmen der Wissenschaft, insbesondere der Jenaer Universität, dienen soll und dass es auch das Unternehmen sozusagen der erste Diener der eigenen Mitarbeiterschaft ist. Und diese Vision hat er in einer Stiftung am besten verwirklicht gesehen. In ihrem sozialen Engagement ist die Carl Zeiss Stiftung ihrer Zeit weit voraus. Die Überzeugung, ein motivierter Mitarbeiter muss materiell abgesichert sein, ist in den Statuten festgeschrieben. Urlaub, Krankengeld, 8-Stunden-Tag, sogar Gewinnbeteiligung und eine Betriebspension. Dieses Programm ist noch heute vorbildlich. Nicht nur die Firma hat dann eine ziemliche Dynamik angenommen. Also man kann sagen, die regionale Entwicklung in Thüringen um Jena ist zwischen 1890 und 1910 oder bis zum Ersten Weltkrieg hin verdoppelt worden, beziehungsweise die Bevölkerungszahl hat sich in einer Weise vermehrt, wie dies um die Mitte des 19. Jahrhunderts niemals vorstellbar war. Zwei Weltkriege muss das Unternehmen überstehen. Die wohl folgenschwerste Zäsur bringt für die Zeiss-Werke das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Das Hauptwerk ist stark beschädigt. Im April 1945 marschieren die Amerikaner ein und nehmen 80.000 Werkzeichnungen und Patente mit, dazu das Zeiss Management. Und da sagten die Amerikaner eben, we take the brain, also wir nehmen die Köpfe mit, wir nehmen die Intelligenz, wir versuchen die innovativen und kreativen Leute mitzunehmen und anderweitig quasi einen solchen Betrieb wieder in diesem Sinne aufzubauen. Das neue Werk entsteht im baden-württembergischen Oberkochen. Der erste und entscheidende Schritt zur Spaltung der Firma. Zeiss Oberkochen wird zum Beispiel des westdeutschen Wirtschaftswunders. Den Zeissianern in Jena hilft kein Marshallplan. Nach den Amerikanern kommen die vom Krieg so schwer gebeutelten Russen, packen die Maschinen ein und deportieren 250 Facharbeiter. Doch der Aufbauwille der übrig gebliebenen versetzt Berge. 4 Jahre nach Kriegsende produziert das Werk wieder. Im Osten entsteht ein anerkannter Betrieb. Die Weichen sind auf bescheidenere, volkseigene Wirtschaftserfolge gestellt. Im Kalten Krieg beginnen die juristischen Kämpfe um Markennamen und Absatzmärkte. Es kommt zu zahlreichen Prozessen. Da begann dann quasi eine innerzeissianische Rivalität Ost-West. Und dies wurde dann zeitlang zum Problem, bis hin zu der Frage, wer darf das Logo verwenden, wer darf den Namen verwenden und dergleichen. Das sind dann Plänkeleien, die eben diese Zeit des Kalten Krieges kennzeichnen. Aus ehemaligen Kollegen wurden erbitterte Konkurrenten. Bis 1989. Nach der Wende droht VEB Carl Zeiss Jena, wie den meisten Großbetrieben der DDR, die Abwicklung. Doch es kommt zu einer Wiedervereinigung mit Zeiss West. Die Zentrale aber, der eigentliche Hauptsitz, wird von Jena weg nach Oberkochen verlegt. Weil die ehemaligen Ostabsatzmärkte zusammenbrechen, verlieren 20.000 Zeissianer ihre Arbeit. Als selbst der Gesamtkonzern 1995 rote Zahlen schreibt, droht dem Standort Jena das endgültige Aus. Doch die Zeissianer wehren sich und haben im ehemaligen westdeutschen Politiker Lothar Späth einen engagierten Fürsprecher und Manager. Das Unternehmen wird umstrukturiert. Sitz der Konzernleitung bleibt Oberkochen. In Jena entwickeln sich größere Geschäftsbereiche zu erfolgreichen Tochterunternehmen, neben weiteren neu gegründeten Zulieferbetrieben. Die Region blüht wieder auf. Was bleibt vom Mythos Carl Zeiss? Zeiss ist sicher eine Erfolgsgeschichte, nicht zuletzt deshalb, weil es Zeiss geschafft hat, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das, was uns dabei geleitet hat, waren eben die Ideale, die zum großen Teil in der Tat auf den Firmengründer Carl Zeiss zurückgehen. Das Unsichtbare sichtbar zu machen, dafür hat Carl Zeiss eben auch den Ehrendoktor der Universität Jena bekommen. Das Unsichtbare sichtbar machen, das ist sozusagen symbolisch und das ist der Hauptkern dessen, was mit Zeiss hier sich verbindet. Etwas richtig zu machen und nicht auf den unmittelbaren Profit zu schielen, auch Verluste in Kauf zu nehmen, zu investieren in eine Idee, die man für richtig hält. Und sich damit dann durchzusetzen. Das ist, denke ich, was Zeitloses und auch ein Anknüpfungspunkt für heute.